Farmsaat. Mehr drin, als man denkt. Das nennen wir effizient. In vielen, vielen Gesprächen über Jahre hinweg mit Ihnen, unseren Kunden, haben wir immer wieder eins festgestellt. Nämlich überall dort, wo unsere Sorten zum hohen Anteil den Silostock gebildet haben, über 50% bis an die 100, waren die Qualitäten in den Silagen immer hervorragend. Gemessen bei Lufen, bei anderen Analysenlaboren, mal in Deutschland, mal im Ausland, waren die Qualitäten, die Energiedichten, die Verdaulichkeiten immer deutlich über dem Durchschnitt. Was am Anfang ein Glaube war, ein Verdacht, haben wir im letzten Jahr im Winter 19/20 in unserem Projekt Silagequalität zusammengeführt. Was haben wir gemacht? Wir sind ausgeschwärmt deutschlandweit und haben über 100 Siloproben gezogen auf über 100 verschiedenen Betrieben, von denen wir wussten, dass wir dort mehr als die Hälfte, manchmal sogar alles, am Silomaisanbau stellen, haben diese Proben alle zum selben Zeitpunkt, Mitte, Ende Januar, gezogen und in ein und dasselbe Labor zur Analyse geschickt und dort verglichen mit 300 anderen Silageproben von Herkünften, von denen wir wussten, dass dort unsere Sorten nicht angebaut worden sind. Im Ergebnis kam dabei raus, dass unsere Silagen statistisch absicherbar, das heißt deutlich besser als der Rest in der Verdaulichkeit gewesen sind. Und weil ein Jahr kein Jahr ist, haben wir das Ganze im Winter 20/21 nach genau demselben Schema wiederholt. Wieder sind wir Mitte, Ende Januar ausgeschwärmt, deutschlandweit, haben noch mehr Proben gesammelt auf fast 150 Betrieben, haben wir Siloproben, Mais-Silageproben gezogen, zur Analyse wieder in dasselbe Labor geschickt und mit etwa der gleichen Anzahl Siloproben verglichen. Wir warten das Ergebnis ab, sind aber voll der Hoffnung, dass das Ergebnis genauso deutlich positiv für uns ausfällt wie im letzten Jahr. Farmsaat Projekt Silagequalität Update. Fast 4 Monate und 30 Meter Vorschub weiter haben wir jetzt Gewissheit darüber, was wir im Frühjahr nur vermutet hatten. Nämlich, dass wir im zweiten Jahr der Untersuchung, was heißt wir, unsere Mais-Silagen besser in den Verdaulichkeiten sind oder waren als der Rest. Und das mit noch größerem Abstand als im ersten Jahr der Untersuchung. Für Sie, unsere Kunden, hat das Ganze eins zur Folge. Bei der Überlegenheit in den Qualitäten bedeutet das, bei gleichem Einsatz von Futtermittel mehr Leistung durchs Tier oder in der Biogasanlage oder bei gleicher Leistung weniger Einsatz von Futtermittel. Das nennen wir schonender Umgang mit Ressourcen, das nennen wir effizient. Und das ist Farmsaat.